Digga. So ein raffinierter Hund. Digga, Digga, Digga. Ja, hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich möchte euch gerne mal wieder was von dem Essen-Loot zeigen. Und nachdem ich euch letztens Winter der Toten schon vorgestellt habe und ich als großer Zombie-Fan dann in einer der hinteren Hallen in Essen über einen kleinen spanischen Publisher gestolpert bin und dort Zombie-Dorn gesehen habe, war ich natürlich sofort wieder zombifiziert und musste das Ding auch mitnehmen. Wir haben jetzt ein paar Mal gezockt und das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Das ist für 1 bis 4 Spieler. Die Empfehlung ist ab 14 Jahren. Ja, ich finde, es müsste nicht ab 14 sein. Da gibt es andere Spiele, die sind auf jeden Fall zu Recht eher ab 14, weil das ist jetzt hier keine überkrasse Gewaltdarstellung oder irgendwie was, was da irgendwie abgeht. Es ist auch nicht übermäßig irgendwie kompliziert. Wir haben hier da wieder eine Gruppe von Survivern. Wir traveln da über die Karte. Wir erfüllen Missionen. Wir looten irgendwelche Gegenstände, Waffen und wir bekämpfen einfach Zombies. Ne? Ganz einfach, wie das eigentlich irgendwie immer so ist. Aber die Packung hat mich einfach irgendwie angesprochen. Direkt im Vorfeld ist es sehr konfrontativ. Wir ballern den anderen irgendwelche Stöcke da zwischen die Beine bis zum absoluten Get-No. Also da müsst ihr schon eine gewisse Resilienz irgendwie haben, dass ihr euch danach auch wieder vertragt, wenn das Spiel vorbei ist und euch nicht komplett zerstritten habt. Das kann nämlich auch mal ganz schnell dazu ausarten, dass alle auf einen dann irgendwie drauf kloppen und so. Man muss da schon so ein bisschen irgendwie abwägen. Allerdings ist es so, man hat immer 6 Action-Cards und dann kann man sich damit entweder bewegen, anderen Leuten irgendwie schlimme Sachen antun oder sich selber irgendwie boosten. Aber man hat, bis jeder Spieler einmal dran gewesen ist, einfach nur diese 6 Action-Cards. Das heißt, man muss mal immer ein bisschen abwägen, was mache ich? Möchte ich mir selber helfen? Möchte ich den anderen lieber einen reinnudeln oder however? Wir gucken uns das auf jeden Fall jetzt erstmal gemeinsam an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, zuerst verschaffen wir uns mal einen Überblick über das Spielmaterial. Und zwar gibt es hier mehrere Kartenteils. Das sind die Startteils. Hier ist ein gelbes Zelt, ein grünes Zelt, ein blaues und ein rotes drauf. Ich werde euch aber mal das Spiel aufbauen für 2 Spieler. Das heißt, einmal der grüne und den blauen, den werde ich einfach mal wegtun. Das heißt, wir brauchen auch die Meeples nicht, den grünen und den blauen. Das sind die Gruppenmarker. Dann gibt es hier noch mehrere Landschaftsteils. Die werden nachher aufgeteilt. Es gibt welche mit dem grauen Rand. Das sind Stadtteils. Grün ist Wald und dann gibt es hier noch die Orangen, das ist einfach hier Countryside, Land. Dann haben wir hier einmal Würfel, dann haben wir hier einmal die Marker der jeweiligen Gruppen, wenn wir oder damit Orte durchsucht haben oder Missionen irgendwie was abgeschlossen haben, dann legen wir da die Dinger drauf, um zu markieren, dass man da schon gewesen ist. Dann haben wir einmal Item Cards, dann haben wir Skill Cards, dann haben wir hinten einmal Survivor Cards für die Überlebenden, Wundenkarten, wir haben hier ein Action Deck, dann haben wir einmal Missionskarten, dann haben wir 2 Sorten von Items, grüne und blaue Items, ein Startspielermarker, dann haben wir Jahreszeitenkarten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und hier an der Seite, was wir da sehen, sind Erfahrungspunkte und zwar ist es so, wer am Ende die meisten Erfahrungspunkte bzw. Siegpunkte dann gewonnen hat, der gewinnt dann das Spiel, sobald alle Jahreszeiten durchgespielt sind. Das gucken wir uns jetzt erstmal aus der Nähe an und wir machen mit dem Aufbau weiter. So, jeder nimmt dann seinen Meeple, sein Startteil und seine farblichen Marker. Dann stellen wir als erstes das Jahreszeitendeck. Wir mischen diese ganzen Kartenstapel und dann bekommen wir hier 2 Karten vom Frühling, nehmen wir. Dann nehmen wir 2 Karten vom Sommer, dann nehmen wir 2 Karten vom Herbst und dann nehmen wir 2 Karten vom Winter. Bei einem Spiel mit 2 oder nur 3 Spielern, also wenn wir nicht vollzählig spielen, nehmen wir hier von dem Winterstapel 3 Karten. Die werden dann einfach hier so übereinander gelegt. Ganz oben kommt der Frühling, dann der Sommer, dann kommt der Herbst und dann kommt der Winter. Und das ist auch die Anzahl der Spielrunden. Jede Spielrunde wird eine dieser Karten aufgedeckt. Wenn die durch sind, ist das Spiel zu Ende. Die anderen Karten brauchen wir alle nicht. Die kommen aus dem Spiel. Dann werden noch die ganzen Tiles hier quasi gemischt und die werden dann verteilt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die Map-Zone-Tiles ist nämlich so, neben dem startigen Map-Teil bekommt man bei 2 Spielern 6 Stück, bei 3 Spielern 4 Stück und bei 4 Spielern 3 Map-Tiles. Ich werde es aber, weil ja jetzt nicht so viel Platz ist, ich werde jetzt einfach jedem mal 3 einfach nur geben und die anderen einfach mal wegräumen.
Das Ding lege ich einfach mal nach hier hinten. So, dann guckt sich jeder seine Teils an und kann sich seinen Krempel hier selber aufbauen. Ich baue den gelben jetzt einfach mal auf. Ich schiebe den blauen, den roten mal ein bisschen was zur Seite hier. Kann er machen, wie er möchte. Die sind hier quasi in verschiedene Quadrate unterteilt, auf denen man sich quasi bewegen kann. Bewegung erfolgt immer mit dem Gruppenmarker, aber dann quasi nie immer nur orthogonal, nie diagonal. Das heißt, wir können hier so laufen und dann so laufen, aber wir können nicht diagonal laufen. Gut, dann werden die zusammengebaut. Die dürfen jetzt auch nicht so oder so sein. Die müssen immer direkt irgendwie aneinander liegen. Aber wie man es dann macht, das darf man sich selber aussuchen. Ich würde das jetzt hier einfach mal so machen. Vielleicht so machen. Und das würde ich hier unten einfach hinlegen. So, grundsätzlich gilt es, man bewegt sich hier auf seinem eigenen Ding. Man startet hier an seiner gelben Hütte dann, die anderen jeweils auf der Hütte ihrer Farbe. Hier hinten wäre es zum Beispiel rot. Dann darf man sich bewegen, alles gerade als benachbart. Man kann dazu quasi auch hier so rüberlaufen. Man darf nicht über Wasser drüber laufen. Es sei denn, man hat später ein Boot oder so, dann kann man auch Wasserflächen überqueren oder man kann gut schwimmen durch irgendeine Skillcard, dann kann man das machen. Allerdings ist es so, alle Schilder, wo hier so ein Exit drauf ist, dieser Highway, die Ausfahrten sind alle quasi benachbart. Das heißt, ich könnte von hier mit zwei Bewegungen jetzt hier 1, 2 auch rauskommen. Oder von hier aus starten mit zwei Bewegungen 1, 2. Und zwar auch bei den anderen. Das heißt, ich könnte auch mit einer Bewegung jetzt 1, 2 hier rauskommen. Das heißt, man kann sich ja quasi auf das Spielfeld der anderen auch drauf bewegen und dann da irgendwelchen Krempel irgendwie machen. Gut, die Spielvorbereitung machen wir jetzt einfach weiter. Den roten Aufbau spare ich mir jetzt einfach mal ganz kurz. Und zwar zieht dann jeder vom Survivor-Stapel hier zwei Typen. Darf man sich die angucken? Ich hätte jetzt hier den Bettler und den Totengräber gezogen. Die haben jeweils hier unten ein Tragelimit. Das heißt, sie dürfen jeder zwei Gegenstände tragen, zwei Items. Und die haben jeder noch eine Special-Fähigkeit. Der Bettler darf einmal pro Runde eine Action-Karte abwerfen und darf dann ein Item vom Ablagestapel der Location ziehen, wo er ist. Und zwar haben wir gesehen, es gibt ja einmal hier die grünen Items, es gibt die blauen Items und es gibt hier Orte. Da steht einmal hier grüne Orte, ne, mit so einem grünen Ding und hier einmal blaue. Und da darf man jeweils entweder nur grüne ziehen oder darf man nur blaue ziehen. Das heißt, stehe ich hier drauf, darf ich dann ein grünes Item von einem Ablagestapel nehmen, wenn ich eine Actionkarte abwerfe, einmal pro Runde mit dem Bettler. Und beim Totengräber ist so, da darf ich zwei Benzin abwerfen. You can discard two gas. Und dann darf ich einen Survivor vom Victory Points Pile, also von einem Siegstapel eines anderen, abwerfen. Das heißt, wenn die nämlich tot sind irgendwie, dann kommen die auf diesen Siegpunktestapel, dann kann ich die quasi dann verbrennen, standardsgemäß als Totengräber und dem anderen damit seinen Siegpunkt klauen. Okay, das dazu. Davon sucht man sich dann einen aus. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal ich nehme einfach mal den Bettler, den habe ich dann am Start. Der andere wird dann einfach hier wieder in den Survivor-Pile dann reingemischt, die alle, die nicht genommen worden sind. Und dann geht's weiter. Als nächstes haben wir nämlich hier den Missionskartenstapel. Der wird auch gemischt und jeder Spieler bekommt fünf Missionen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die kann er im Laufe des Spiels erfüllen, um Siegpunkte zu machen. Explore the country. Search at least one location of each country zone. Das heißt, in jeder Country Zone, das sind die orangen Dinger, muss ich mindestens eine Location durchsucht haben. Das heißt, ich bin auch schon darauf angewiesen, nicht nur bei mir dann rumzureisen, sondern ich muss dann schon über den Highway auch zu den anderen und dann da irgendwas besuchen und suchen. Habe ich hier irgendwas durchsucht, dann kann ich das immer auch nur einmal machen. Dann wird hier so ein Marker draufgelegt. Das heißt, die Location habe ich quasi durchsucht. Andere Spieler können natürlich noch nachher draufgehen und da auch nochmal durchsuchen. Dann wird hier noch ein roter draufgehen. Dann kann der rote und der gelbe Spieler da nicht mehr durchsuchen. Jeder darf jede Location einmal durchsuchen. Das würde mir unten einfach zwei Siegpunkte bescheren. Dann hier Skills. Ich kriege zwei Siegpunkte, wenn ich drei Skills hier von dem Skilling bei einem Survivor am Start habe. Dann Clear the Dock.
Das heißt, hier an so einem Hafen, ich hätte jetzt tatsächlich hier so eine Anlegestelle, da müsste ich halt eben ein paar Zombies wegschreddern und würde dann dafür 2 Siegpunkte kriegen. Die hält man auch geheim, das weiß der andere überhaupt auch gar nicht, was man da irgendwie hat, und jeder verfolgt quasi so seine eigenen Ziele. Okay, dann haben wir das, und dann bekommt jeder Spieler noch 6 Action Cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mit diesen Action Cards, die muss man verwalten und kann damit irgendwelche Sachen machen. Und was man damit alles machen kann, das zeige ich euch jetzt. Wichtig ist allerdings, es ist so, man kann einige Sachen nur während der eigenen Runde machen, aber die anderen können quasi immer so backstabben, immer dazwischen hauen und die Sache einfach irgendwie erschweren. Hau ich aber bei einem irgendwie anderen dazwischen, wenn ich jetzt der letzte Spieler in der Reihe bin, die ganze Zeit, habe ich nachher ganz wenig Actionkarten nur noch, um selber rumzuhantieren. Also muss man immer so ein bisschen abwägen, ne, inwieweit behindere ich den anderen und wie viel behalte ich mit zurück, um tatsächlich selber irgendwie was zu machen. Wir gucken uns die Actionkarten jetzt einfach mal an. Wir hätten hier einen Arbeiter-Zombie, hier einen Couple-Zombie, hier hätten wir einen Runner, Sneaky, da. Wir haben jetzt hier nur Zombies gezogen. Das ist natürlich jetzt zur Anschauung eher schlecht. Ich mische die ganzen Dinger nochmal durch. Lässt sich natürlich nicht so super mischen. Ich ziehe nochmal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier habe ich eine Höhle für eine Spezialbewegung. Hier habe ich einen Polizeizombie, einen Arbeiterzombie, einen Try Again. Da habe ich nochmal einen Würfel, neue Würfel. Und hier habe ich einen Soldier-Zombie und hier habe ich nochmal so einen Couple-Zombie. Okay, alles klar. So, was kann ich machen, wenn ich dran bin? Ich habe jetzt den Startspieler, ich darf anfangen und ich darf so viel machen, bis ich nichts mehr machen möchte. Und zwar kann ich als erste Möglichkeit eine Aktionskarte abwerfen auf den Ablagestapel. Darf ich mir aussuchen, egal welche das ist. Ich würde jetzt hier einfach mal den Polizeizombie abwerfen und dürfte mich dann 2 bewegen. Man darf nämlich so viele Karten, wie man will, abwerfen und sich jeweils 2 bewegen. Ich möchte jetzt hier hin, um mal zu looten. Das heißt, ich bewerfe jetzt 1, 2, darf ich mich bewegen. Jetzt würde ich tatsächlich noch mal. Ich werfe noch hier den Arbeiterzombie einmal ab und bewege mich noch einen, unterbreche meine Bewegung, das ist erlaubt, ich darf mich danach noch einen fortbewegen. Und zum Durchsuchen, das muss ich auch eine Karte abwerfen, das würde ich jetzt quasi einmal ganz kurz machen. So, das heißt, ich dürfte jetzt durchsuchen. Jetzt ist aber so, die anderen Spieler, jedes Mal, wenn ich mich bewege, wenn ich irgendwas durchsuchen will, dann sagen die, stopp, bevor du jetzt was durchsuchst, das heißt, ich hätte die noch gar nicht liegen, ich kündige an, ich durchsuche da. Da dürfen die von ihrer Hand auch mir Sachen hier so Action Cards in die Beine werfen. Zum Beispiel hätte da jetzt hier einer so ein, ich guck mal ganz kurz, was da alles gibt hier. Ich ziehe mal ganz kurz eine. Ist ganz schlecht gemischt, Leute. So, der würde mir jetzt dann sagen, hey, pass auf, nein, bevor du durchsuchst, schicke ich hier dir den Zombie von seinen Handkarten. Hätte dann quasi nur noch 5, ne, eine weniger, um dann selber was zu machen, aber schickt mir den Zombie einmal hier rüber. So, jetzt würde es zu einem Kampf kommen, dann wird einmal geguckt, wir schauen uns nachher mal die verschiedenen Zombie-Typen auch an, was sie halt eben alle hier können. Das ist jetzt ein tougher Zombie. Der würde mir nachher 2 Punkte bringen. Es gibt jedes Mal, wenn man Zombies weggemorscht hat und alle einmal dran waren, werden die Punkte der weggemorschten Zombies bei jedem zusammengezählt und derjenige, der die meiste, also die höchste Punktzahl hat, der bekommt dann einen zusätzlichen Erfahrungspunkt pro Runde. So, der würde jetzt angreifen mit einem Attack 1d6. Aber after its first attack, also nach seinem ersten Angriff, ein Survivor muss einen Life-or-Death-Roll machen. Zeige ich euch auch gleich, was das ist. Dann können wir es euch auch direkt mal den Kampf zeigen. Ich habe jetzt aber die Möglichkeit noch, bevor ich in den Kampf verwickelt werde mit dem Zombie, zu escapen. Das heißt, ich könnte jetzt eine Actionkarte abwerfen und würde quasi wegrennen, muss mich dann wegbewegen zu irgendeinem beliebigen Ort, der halt eben angrenzend ist und dürfte dann, den Zombie müsste ich nicht bekämpfen, ich wäre quasi geflohen, müsste aber fürs Wegrennen eine Actionkarte abwerfen. Dann hätte ich es nicht durchsucht, könnte jetzt wieder hinlaufen nochmal und dann könnten die anders wieder versuchen. Aber da ist natürlich auch noch ungünstig, pass auf, deswegen gehe ich einmal hier rüber. Er schickt mir den und dann zeige ich euch auch direkt einmal ganz kurz den Kampf.
So, und zwar läuft der Kampf folgendermaßen ab. Es gibt nämlich hier weiße Würfel und schwarze Würfel. Die schwarzen sind Zombie-Würfel, die weißen sind Überlebenden-Würfel. Und der Typ, der dann die Zombies geschickt hat, da könnt ihr euch irgendwie einigen, der würfelt dann für die Zombies. Und zwar hat er hier ein D6, das heißt einen. Und ich habe einen Survivor, der kriegt einen Würfel. Und für meine Gruppe kriege ich immer noch einen zusätzlich. Ich hätte zwei. Und dann wird gegeneinander gewürfelt. Es gibt jetzt verschiedene Zombies. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken. Ich muss dafür mal schnell ein paar raussuchen, die verschiedene Sachen nämlich können. Hier gibt es also so Fehler, dass so Motoren kaputt gehen und was weiß ich. Tough. Hier habe ich noch so einen Sneaky, den können wir mal zeigen. Dann haben wir hier ein Trio, das können wir mal zeigen. Dann haben wir hier einen Runner, den können wir mal zeigen. So, haben wir hier so einen Polizeitypen, den können wir mal zeigen. Eine Horde. Und so weiter und so fort. Okay, verschiedene. Aber das erschließt sich dann auf jeden Fall. So, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten beim Angreifen. Hätte ich jetzt hier schon eine Waffe? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich nehme mir einfach mal hier die Gun. Nehme ich mir noch mal kurz. Das heißt, angenommen, der Battler hätte jetzt die Gun, dann zeige ich euch die verschiedenen Kampfphasen. Am Anfang habe ich die noch nicht. So. Es gibt einmal hier unten, auf manche Zombies haben hier Initial Attack. Das ist hier unten. Das wird dann immer so angezeigt. Und zwar ist das quasi so ein Erstangriff. Der Schleicher kommt, wir übersehen den quasi und der greift uns auf jeden Fall einmal an, auch bevor wir fliehen können, ohne alles. Das heißt, er hätte 3 D6, greift damit einmalig an und es ist immer so, ein Zombie trifft bei einer 6 und wir treffen auf eine 5 bis 6. Das heißt, erst macht er seine Initialattacke, wenn es der jetzt wäre, würde aber nicht treffen und geht dann ganz normal zum normalen Move über. Jetzt dürfen wir auch mitkämpfen. Und zwar im Nahkampf wäre es dann so, wir dürfen jetzt einmal angreifen. Der hat einen D6, warte, das ist der schwarze Zombie-Würfel, einen D6 für den Zombie. Der hat jetzt nur eine 4, würde verfehlen. Wir hätten ja zwei Würfel, einmal für den Bettler und einmal für normal für unsere Gruppe. Wir haben zwei Würfel, würfeln, treffen auch nicht. Und das geht dann wieder. Der würfelt. Oh, er hätte jetzt mit 6 einen Treffer gemacht. Wir greifen in der gleichen Runde auch an, würden den zwar töten, das heißt, er wäre tot. Würde dann auf hier auf unseren Stapel kommen, den legen wir uns dann quasi so zur Seite, damit wir wissen für die am Ende der Runde, wie viele Typen wir hier weggeschreddert haben und wie viele Punkte wir gekriegt haben in dieser Runde. Wir hätten ihn jetzt auch getötet, er hat uns eine Wunde verpasst. Wir ziehen dann vom Wundkartenstapel eine Wunde und verpassen hier unten den Bettler die. So, dann haben wir jetzt eine Verletzung, und zwar haben wir einen Biss erlitten, hier steht Life or Death minus 4. Ist, if a survivor dies, make a 2-die-6 initial attack against the group. Das heißt, wenn wir den sterben und wir haben noch mehrere Überlebende hier, dann greifen wir die halt eben auch noch einmal an, ohne dass sie was machen können. So, das war jetzt einmal hier initial attack, habe ich euch gezeigt. Erstschlag, der wird immer sofort abgehandelt, da kann man auch gar nichts machen. So, nach dem initial attack haben wir eine Schusswaffe oder eine Fernkampfwaffe, dürfen wir erstmal mit den Schusswaffen drauf losschroten. Greifen wir andere Survivor an, dürfen die auch mit ihren Schusswaffen erstmal schroten und erst wenn keiner mehr schießen will oder keiner mehr Munition hat, dann geht es in den Nahkampf über. Und zwar ein Schusswaffeneinschlag, der wird auch immer direkt sofort gewertet, die Verluste werden verrechnet und dann wird geguckt. Das heißt, ich hätte jetzt hier die Ranged Weapon. Exhaust, also ich darf die Waffe erschöpfen. To give a Survivor ein 3D6 Attacke hat Noise 2. So. Jetzt haben wir es nämlich so, ich lege mal die Items mal kurz zur Seite, die stören hier einfach gerade nur. So, jetzt hätten wir den Zombie hier und müssten den jetzt angreifen. Jetzt können wir uns entscheiden, kämpfen wir jetzt immer gegen den oder machen wir jetzt hier mit der Schusswaffe. Angenommen, wir haben die Wunde, dann zeige ich erstmal kurz das hier unten, was mit dem Life and Death Roll auf sich hat. So, der Zombie hat einen D6 Attack, der würde wieder angreifen, würde nicht treffen. Wir würden ganz normal wieder im Nahkampf auch nicht treffen. So, after its first attack, one survivor makes a life and death roll. So, dafür wird geguckt, wie viele Wunden habe ich. Aufpassen, hat einer 4 Wunden, ist der auf jeden Fall tot. Dann die mit der höchsten Minuszahl. Bei dem Biss ist natürlich jetzt schon heftig, besser als ein, also auf jeden Fall schlimmer als ein verstauchter Fuß. Dann würfelt der Survivor bei dem Life and Death Roll ein W6. Dann wird die Zahl hier abgezogen, das wäre jetzt minus 4, dann hätten wir noch 2 über.
Haben wir 0 oder weniger, wäre unser Typ sofort tot. Das heißt, der Tough-Zombie konnte unseren Bettler, obwohl er schon gebissen ist, jetzt nicht wegfetzen. Aber das passiert nur nach dem ersten Angriff. Und jetzt geht die Attacke ganz normal weiter. Wir würfeln wieder mit zwei Dingern, um ihn wegzuschroten. Er trifft nur auf eine 6. Wir hätten ihn jetzt weggenatzt. Er greift aber auch nochmal an und natzt uns nicht. Damit wäre er tot und geht hier auch auf den Stapel, die wir eben weggeschlürft haben. Zur Verrechnung am Ende. Dann hätten wir quasi hier die schon, hätten wir jetzt 3 Punkte. So, das ist das. Greifen wir den jetzt einmal mit der Schusswaffe an. Angenommen, wir hätten den jetzt hier so, dann dürften wir einmal die Schusswaffe erschöpfen. Dürften einmalig mit 3 W6 werfen. Und bei einer 5 bis 6. Jetzt haben wir natürlich Pech gehabt. Wir haben den nicht weggenatzt. Und dann geht es nämlich jetzt in den Nahkampf. Eine Waffe kann man wieder aufladen, wenn man hier oben, ihr seht hier dieses Patronensymbol, haben wir Gegenstände irgendwo gefunden, die Patronen sind, dann können wir die abwerfen und dann dürfen wir die Knarre nachladen und haben die Gun wieder am Start. So, jetzt ist es aber so, er hat jetzt entschieden, den Zombie zu schicken. Angenommen, wir hätten jetzt aber mehrere Spieler oder er möchte uns das Leben komplett verhageln und er hat noch mehrere Zombies auf der Hand, dann kann er uns auch sagen, pass auf, von meinen Action Cards auf der Hand, ich schicke dir 2 Zombies. Das heißt, ich muss mit dem Bettler gegen 2 Zombies kämpfen. Auch hier wieder Initial Attack, aber alles, was dann hier über ist, werden die zusammengerechnet. Das heißt, die hätten dann 2, erst den 3, die 6 Initial Attack von dem Sneaky Zombie. Dann würde ich vielleicht schießen, würde einmal hier versuchen, da schon mal was abzuräumen. Die halten grundsätzlich alle nur einen Schadenspunkt aus. Und dann geht es ganz normal weiter. Hier ist leer geschossen. Ich durfte wieder nur mit 2 Würfeln angreifen. Einen für den Bettler, einen für mich. Und die Zombies hätten hier 1d6, 1d6 und dann gibt es hier noch ganz, ganz andere. Hier gibt es noch Horde, ne? Die werfen 3d6 für jeden Survivor, der in der Gruppe drin ist. Also da wird es schon mal ganz, ganz schnell ganz übel. Da guckt man am besten, dass man wegkommt. Dann haben wir hier den Runner. Der wird, wenn man abhaut, läuft er einem hinterher. Ne? Er followed the group und resumes combat, also läuft einem hinterher. Die anderen bleiben da, aber er verwickelt einen wieder in den Kampf. Hier der Polizeiofficer macht noch eine Add a Wound to Attack Survivor, also der macht immer automatisch quasi eine Wunde. Und hier unten, wenn hier sowas im Kasten drin steht, dann bedeutet das, wenn bereits 2 Polizisten, also ein Polizist ist already in play, dann all Survivors make 1 Life or Death Roll, also erst wenn 2 Polizisten da drin sind. Jetzt ist es aber so, angenommen der rote Spieler hat mir jetzt 2 Zombies geschickt, dann kann auch der blaue Spieler noch sagen, pass auf, ich schicke dir auch noch 2 Zombies. Das wird dann Uhrzeigersinn abgefragt und auf einmal kämpft man hier gegen irgendwelche Horden. Üble Sache. So funktioniert aber auf jeden Fall der Kampf. Habe ich jetzt hier einen quasi weggeschrottet, dann ist es so, wird immer ein Würfel entfernt, wenn ich mehrere habe. Angenommen, ich mache jetzt hier mit meinem Bettler, mache ich jetzt hier einen Treffer und die Zombies haben insgesamt 4 Würfel, unabhängig, was jetzt davon liegt. Dann wird ein Würfel entfernt. Treffen die Zombies mich jetzt? Gibt's wieder, ich habe jetzt hier, die haben wieder nicht getroffen, aber ich hätte jetzt 2 Treffen gemacht, das heißt, es werden wieder 2 Würfel entfernt. Der Zombie-Spieler hat nur noch einen Würfel zum Werfen. Ich würfel weiter halt eben mit 2 und so weiter und so fort, bis entweder einer meiner Survivor 4 Verletzungen hat und dann tot ist, oder ich abhaue, oder die Zombies hier irgendwie weggenatzt sind. Aufpassen noch, wenn ich so eine Schusswaffe benutze, die hat hier unten Noise. Und Noise bedeutet folgendes, sobald ich die benutzt habe, schieße ich, Schaden wird verrechnet, Noise 2. Ich ziehe nochmal 2 Actionkarten, das ist natürlich jetzt schlecht, und nochmals richtig schlecht. Alle Zombies, die ich von diesem Action-Deck ziehe, die joinen danach sofort auch in den Kampf. Also muss man immer abwägen, ob es gut ist, eine Schusswaffe zu benutzen oder nicht zu benutzen, ob das dann Sinn macht oder nicht, weil alle Zombies, die von diesem Action-Kartenstapel gezogen werden, die kommen dann auch sofort in den Kampf, die werden quasi durch das Geräusch angelockt. Dann gibt es hier noch Action-Card Bad Luck halt eben, da kann man noch einem randrücken, kann man einem Survivor, der gerade escaped, also einem anderen Spieler, schnell noch eine Wunde zusätzlich reindrücken, ne, Bad Luck, und darf selber noch eine Action-Karte ziehen. Dann kann man hier Make Noise, da kann man nämlich hier schön im anderen noch targeten, reveal 2 Action Cards per Survivor to the target group. Dann, wenn dann wieder Zombies gezogen werden, muss er sofort gegen die kämpfen. Dann kann man hier bei anderen hier so einen Fehlschlag, da kann man
Karten von dem folgenden Typ, mechanisch, Batterie, also elektrisch, Benzin oder Waffe, einfach kurz dann tappen, dann kann er die Waffe nicht mehr benutzen oder das Auto geht kaputt, Signalpistole und die verschiedensten Sachen gibt es auf jeden Fall hier in diesen Dingern drin. Fahrzeuge gibt es auch, Fahrräder. Fahrräder, steht dann, ne, ein Survivor darf bis zu 3 Feldern gehen. Da muss man auch gucken, dass man immer genug Platz in den Fahrzeugen hat, um die irgendwie zu benutzen. Danach sind die auch quasi erschöpft und müssen immer aufgeladen werden mit irgendeiner Karte, die das gleiche Symbol hat, was hier oben einfach drauf ist. So, dann turnt man letztlich die ganze Zeit hier einfach rum, lootet irgendwelche Sachen. Wir können nämlich auch, angenommen, wir haben das jetzt alles nicht mehr gemacht hier, ne? Wir mussten nicht kämpfen, wir können jetzt einfach looten. Ich lege eine Actionkarte ab. Wo habe ich meine Actionkarte? Hier zum Looten, ist ja scheißegal welche. Ich lege eine ab, darf looten, hier steht eine 1 drauf. Das heißt, ich darf ein Item von grünen Stapel ziehen und behalten. So, das wäre jetzt ein Survivor. Draw a new mission or discard an action to add one Survivor to your group. So, jetzt könnte ich eine neue Mission ziehen. Ich habe ja aber noch 5. Das heißt, ich würde eine Actionkarte abwerfen, weil ich einen zweiten Typen haben will. Dann werfe ich die jetzt einfach hier mal auf den Ablagestapel, ziehe einen neuen Survivor vom Deck und habe jetzt den Mechaniker. Und da darf ich 2 Actionkarten abschmeißen, um ein Fahrzeug wieder fahrtüchtig zu machen, was ich schon mal benutzt habe, was erschöpft ist, wenn ich zum Beispiel kein Benzin mehr habe. Ja, und dann habe ich den Typen hier einfach am Start und habe damit meinen zweiten Survivor, renne dann rum, mache meine Sachen. Natürlich habe ich jetzt hier, wenn ich irgendwo angreife, Einwürfe für ihn, einen für ihn und einen für die Gruppe. Also habe ich dann auch mehr Würfel einfach beim Kämpfen. Als Gruppe bin ich einfach stärker. Dann gibt es hier Sachen, Cave-Teil, Special Movement im Wald oder auf dem Feld. Darf ich abwerfen und darf dann direkt auf ein anderes Forest oder Feld von irgendeinem Spieler einfach rübergehen und dann dahin, weil ich da vielleicht irgendwie eine Mission habe und irgendwie was quasi zu machen. Dann gibt es noch was anderes. Wir haben noch die Möglichkeit, Skills zu kaufen. Und zwar, wenn wir Erfahrungspunkte sammeln, dann können wir Skills-Karten holen. Ich sage euch jetzt mal ganz kurz, wie man Erfahrungspunkte sammeln kann. Und zum einen gibt es Erfahrungspunkte dadurch, wenn jeder einmal dran gewesen ist und wir alle Zombies geschreddert haben, dann ist es so, dann wird halt zusammengezählt, habe ich ja eben schon gesagt, angenommen, ich habe die jetzt weggehauen, 2, 4, 6 und die anderen haben in Kombination weniger Punkte, dann bekomme ich einen Erfahrungspunkt. So, für einen Erfahrungspunkt, den darf ich ausgeben, wenn ich dran will und darf mir eine Skillkarte kaufen und damit dürfte ich jetzt hier swimming. Deine Gruppe kann jetzt über Wasser gehen, aber nicht die Bewegung auf Wasser quasi beenden. Das zählt am Ende auch ein Siegpunkt. Also ist quasi der Skill, der XP-Punkt hier quasi nicht weg. Also es lohnt sich durchaus, die auszugeben, um seinen Survivor halt da auszurüsten. Und wenn wir eine davon haben, kostet die nächste 2 XP-Punkte, eine dritte Karte kostet 3 XP-Punkte und so weiter. Gut, haben wir eine Location quasi gelootet, bekommen wir für den Loot auch zusätzlich einen XP-Punkt. So, das auf jeden Fall dazu. Und dann kriegen wir noch über Missionen Erfahrungspunkte, die wir quasi hier erfüllen. Und dann kriegen wir das, was hier unten drunter steht. So. Für den ganz normalen Spielablauf nochmal ganz kurz. Startspieler wird einfach bestimmt. Dann geht es mal immer erst los. Der Startspieler deckt einige Karten auf und die bleibt für die ganze Runde aktiv. Und zwar ist das der Frühling. Erste Runde. Active Zombies. Player who play any Zombie Card during this round will receive 1 XP. Jetzt ist natürlich sehr verlockend. Jeder, der eine Zombie Karte auf irgendjemanden drauf hetzt, bekommt dafür automatisch schon ein XP. Das heißt, diesem Frühling hier wird es schon sehr turbulent zugehen. Das bleibt die ganze Runde dann auch so am Start. Dann macht man einfach seine Move, bis man nichts mehr machen kann. Man spart sich seine Action-Cards vielleicht ein bisschen für später auf, damit man als Reaktion noch hat oder Zombies, um anderen Leuten Zombies zu schicken oder wie auch immer. So, dann ist das auf jeden Fall schon mal gewesen. Das geht dann einfach letztlich reihum. Oh, ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Am Anfang hat jeder Survivor, den man hat, hier noch ein so ein Start-Item. Da sind eher schwache Sachen, ne? Hier ist eine Steinschleuder beispielsweise dabei. Oder man hat ein Sandwich. Da kann man nämlich hier eine Wunde wegmachen. Zum Beispiel zumindest eine Wunde, der Biss wird jetzt nicht gehen, wo das Symbol hier mit dem Essen drauf ist.
Oder hier eine Wunde, wo man Medizin für braucht, hätte man Pillen am Anfang. Hier hat man noch die Linda, so einen Hund am Start. Ganz wichtig, hier guck mal, sind auch noch so Symbole drauf, die halt kein Gewicht haben. Die zählen einfach nicht gegen das Gewichtslimit, da kann man beliebig viele von haben. Das heißt, zwei Items kann man so haben und dann hier noch die, hier Rambo, auch ganz süßer, kleine Hunde gehen bei mir auf jeden Fall immer, so ein Startequip. So, stirbt man mal, ist das auch gar nicht weiter wild, alles wird quasi abgeschmissen, Missionskarten und Actionkarten behält man auf der Hand. Alles andere wird verloren. Tote Survivor, die legt man auch auf seinen Victory Point Stapel, die zählen am Ende auch noch jeder einen Victory Punkt, den man hat. Und dann kriegt man immer einen neuen und fängt mit dem dann quasi wieder an. Und zwar ist der Respawn Punkt entweder auf dem eigenen Zelt oder dem am nächsten gelegenen, schon durchsuchten Ort in der Nähe, wo man gestorben ist. Angenommen, ich wäre jetzt hier gestorben, dann könnte ich mir jetzt aussuchen, ob ich mich hier wieder resetten will oder ob ich hier auf der Location wieder starten will. Sobald die ganze Runde durch ist, der Startspielermarker wandert weiter, jeder zieht wieder auf 6 Action-Karten voll, also kann man sich auch ein bisschen mit in die nächste Runde retten, aber normalerweise ist es so, jeder pulvert raus, was das Zeug hält. Und sobald alle Karten hier durchgespielt sind, dann wird ausgewertet, wer die meisten Punkte auf seinem Victory Point Victory Point Stack hat. Und das ist es auch schon gewesen. Ja, Zombie Dawn. Für mich war es irgendwie ein bisschen schwer zu erklären, weil irgendwie alle irgendwie gleichzeitig dran sind und alle immer so viele Möglichkeiten haben, was die Handkarten irgendwie angeht. Aber ich glaube, das Prinzip und die Regeln sollten sich eigentlich mit dem Video für euch hier erschlossen haben, sodass ihr das Spiel zugänglich nachzocken könnt, wenn ihr es denn auf der Messe mitgenommen habt oder euch irgendwo gekauft habt oder kaufen wollt oder wie auch immer. Ich finde es ganz geil. Die Sache ist allerdings die, ich finde es nicht ganz so schön, ne, was das Material irgendwie angeht. Gibt es auf jeden Fall schönere Spiele. Die Karten finde ich ein bisschen klein, die hätten gerne auch ein bisschen größer sein können. Und ja, es fühlt sich zombie-mäßig an. Wir überleben da auch und wir sterben sehr häufig. Und gefühlt sterben wir auch einfach zu häufig, finde ich. Auf jeden Fall. Man hat irgendwie die ganze Zeit kam nicht das Gefühl auf, dass man mit seiner Gruppe, dass man die so großartig weiterentwickelt, dass man irgendwie ein bisschen vorankommt. Da war man wieder tot, musste wieder sich einen neuen Typen nehmen, da war man wieder tot und musste sich wieder einen neuen Typen nehmen. Es wird natürlich viel gewürfelt. Würfeln mag ich irgendwie immer gerne. Ich finde es jetzt auch nicht so mega übertrieben glückslastig, weil die Zombies auf die 6 treffen und wir treffen auf die 5 oder 6. Aber wenn die anderen die ganze Zeit da hordenweise die Zombies nachschicken, dann sieht man einfach irgendwie kein Land mehr und dann ist der Tod einfach vorprogrammiert. Und ja, es hat durchaus Streitpotenzial, also wenn dann eure Frau oder eure Mitspieler nachher nicht mehr mit euch reden, weil ihr denen die ganze Zeit die Zombie-Horden geschickt habt, dann ist das für euch vielleicht nicht das richtige Spiel. Wenn ihr aber Bock habt, hier trashig irgendwelche Zombies wegzunatzen, Sachen zu looten und so, dann könnte das für euch auf jeden Fall sehr interessant sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video gehabt und ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.